So. Lazy T-Shirts. Ich sollte Outlast nicht nur beenden, sondern deinstallieren. Naja, wir haben es ja überstanden. Ich habe es überstanden. Yay, Gott sei Dank. Mauspad. Es gibt vieles, ja. Ja, inzwischen kannst du ja, na, du brauchst ja nur einen Shop zu finden, wo du dann irgendwelche Motive drucken lässt. Aber ich habe ja keine Motive. Also ist ja nicht so, dass ich kleine niedliche Figuren von mir habe, die na, den typischen Handklatscher vor die Stirn macht oder keine Ahnung. Oder mein, oh mein Gott, keine Ahnung. Vorne steht Beginn, am Ende niemals. Ich genieße Spielen vor den Zügen, okay? Ende niemals, okay. Ja, wie sieht's aus? Wollen wir mal reingucken? Ich brauche noch ein Logo. Ja, ich weiß. Ich brauche noch irgendein Logo. Erstmal ändere ich das. Wir gucken, glaube ich, mal. Wie nennen wir das Ganze? Ich kenne das Spiel ja gar nicht. Schreibt man Albträume mit B? Ich glaube, ne? Das hat nichts mit den Alpen zu tun. Little, was? Little Mermaid? Ariel, die kleine Meerjungfrau, könnte ich jetzt auch spielen, okay? Gut, machen wir das und dann mal eben ändern. Ich hoffe, das klappt mit dem Ändern. Du, 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 du. Oh, da ging gleich ganz. Irgendwie habe ich jetzt gleich ein paar Zuschauer weniger. Finde ich immer ganz süß. So, irgendwie hat er jetzt gerade. Lad mal neu. Das will er nicht ändern. Da muss ich gleich mal eben ganz kurz gucken, ob ich das im Chatbot vielleicht ändern kann. Was, was, was? T-Shirts mit coolen Sprüchen. Ein Logo, was für ein Tier passt zu, was zu mir passt? Keine Ahnung. Mit einer bösen Katze. Eine Krone mit Miss Lissy LP dürfte für den Anfang reichen. Mit lustigen Fledermäusen. Auch Fledermäuse sind süß, die mag ich. Ein heiliges Schein. Schön. Ein Heiligenschein. Gut. das wär's noch. Okay. Ich versuche jetzt erstmal eben, warum. Das hat aber funktioniert. Also irgendwie wahrscheinlich. Warum ist das Kategorie Outlast? Das kommt wahrscheinlich gleich noch. Doch, das hat er. Alles klar. Okay, das haben wir. Das ist schon mal gut. So. Ich gucke da mal rein. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Wie gesagt, ich habe es mir noch nirgendwo angeguckt. Ich weiß, dass man da so ein kleines, da spielt man ein kleines Mädchen oder sowas. Und das ist, glaube ich, nicht ganz so niedlich, wie es aussieht. Aber, also nicht das Mädchen, sondern das Spiel an sich. Das geht, glaube ich, auch schon ein bisschen. Nein, kein Outlast. Dass sie all die Herzinfarkte überlebt. Oh, frag mich mal, Jolino. Frag mich mal, also ich bin auch froh. Ich hoffe, da erwartet mich jetzt kein Herzinfarkt. Ich hoffe da auf etwas Netteres oder Niedlicheres. Wahrscheinlich nicht. Ich habe keine Ahnung. Ja. Krone in der Mitte und oben an der Krone am Zacken das LP schräg runter. Und dann bitte ein Zacken aus der Krone. Oder wie heißt das noch so schön? Auf alle Fälle mit Pad spielen, die Tastatursteuerung ist bad. Im Ernst? Ich habe es noch angeschlossen, glaube ich. Aber ich und die Xbox, ihr wisst ja, ne? Also Xbox-Steuerung. Nun, so alt ist sie, nun auch nicht mehr. Okay, ist das dann?
Ja, man kann auch ganz jung, ne? Also, das hat nichts mit dem Alter zu tun. Mäh, ah, mäh, alles klar. So, startest du mal das Spiel jetzt? Sonst muss ich wieder die Musik anmachen. Okay, Aussetzer, Aussetzer, Aussetzer. Schön. Laden nochmal neu. Okay, witzigerweise, ich weiß nicht, ob ihr jetzt gerade eben einen Aussetzer hattet, aber witzigerweise hat er mir eben gesagt, die Twitch-Maschine hatte einen Aussetzer. Ich hoffe, ich war nicht weg. Kann ins Spiel bitte? Okay. Jetzt muss ich nur mal eben gucken, ob meine Cam da so bleiben kann. Und es kann sein. Ah, doch, ihr seht es. Also du meinst, mit Controller ist besser. Hole ich mir den mal eben her. Des Mortes, Dankeschön. Dankeschön. Genau, Jelena. Der Herztod kann einen immer ereilen. Das ist es eben halt. Ach, wie soll das? Schock TV, hallo, schön, dass du da bist. Einen wunderschönen guten Abend. Servus, genau. Kaum sagt einer Servus, schon ist Madel vom Balkon gestürmt, ja. Lizzie führt Selbstgespräche. Och, hast du eine Ahnung? Ah, er schaltet auch sofort um. Okay, ich verlasse mich da jetzt drauf. Also, ich habe jetzt mit dem Controller. Geht das vom Ton her oder ist es zu laut? Ich mache es vielleicht mal ein bisschen leiser, ne? Was? Das ist an. Das müsste aber gehen von der Dings her, ne? Grundlautstärke. Die können wir mal eben ein bisschen leiser machen. Da muss ich da nicht so gegen anbrüllen. Ich glaube, das ist besser, oder? Ja, das schlägt nicht so aus. Ich glaube, das ist ganz gut. Der bekommt auch bald einen neuen Teil. Wer? Was? Wer bekommt einen neuen Teil? Xbox Controller ist das Beste, was gibt. Ja, Mr. Sun, das war mir schon klar, dass du das sagst. Gut, ich weiß nicht, was mich erwartet. Speicherplatz leer. Okay. Ich gucke mal, ob das mit der Cam geht, sonst muss ich die verschieben. Deine Freundin ist bei der Tastatursteuerung durchgedreht. Gott, die Arme. So, jetzt speichert es gerade. Oder lädt? Es lädt wohl eher. Der kleine. Echt? Ach, Super Meat Boy, ja. Das ist auch echt süß, das Spiel. Super Meat Boy. Ein Spruch für ein T-Shirt. Xbox Controller ist nicht meins. Stimmt. Dann müsste aber auf der Rückseite stehen und übrigens alles andere auch nicht. Oh, was ist? Okay. Da kommt was auf uns zu. Der Elite-Controller ist gut. Okay. Wenn das zu dunkel, ich muss mal eben ganz kurz gucken, ob ich es vielleicht ein bisschen heller schalte. Super Meat Boy. Ja, genau. Ich liebe den Xbox-Controller. Ja, das ist für mich so schwer, weil ich komme eigentlich von der PlayStation und dementsprechend sitzt da ja irgendwie alles anders. Und dementsprechend tue ich mich auch ein bisschen schwer. Aber jetzt durch Tomb Raider ist es, glaube ich, ein bisschen besser geworden. Ein bisschen. Süß, es ist sau schwer. Ja, ich weiß, es ist sau schwer, aber es ist trotzdem ein knuffiges Spiel. Können wir mal eben das ein bisschen heller machen? Helligkeit. Schieberegler anpassen, bis das Auge kaum zu erkennen ist. Das Auge? Da ist ein Auge? Wo ist ein Auge? Da ist ein Auge. Ja, man sieht das kaum.
Ich mach's mal, auch wenn es fast zu hell ist, aber ich mach's mal jetzt so. Okay. Weiter. Das ist, glaube ich, ein bisschen besser. Oh, ist die niedlich. Die voll süß. Was können wir denn? Wir können uns nach vorne, nach hinten, links und rechts. Wir können springen. Sie kann Sachen bewegen. Okay. Und barfuß, die arme kleine Maus. Okay, das habe ich notiert. Schick dir nächste Woche erste Designideen zu. Ich liebe den Xbox-Controller, aber auch nichts geht über den Dreamcast-Controller. Okay. Oh, der blöde PlayStation-Controller ist so schwabbelig. Echt? Okay. Okay. Nach vorne haben wir aber irgendwann... Das ist so ein Absatz, ne? Was seid ihr denn? Ist aber sehr dunkel. Ich glaube, momentan soll das aber so sein. Okay. Kann man da durch? Nee. Oder doch? Nee. Sah eben so aus, wenn man da durch könnte. Dreamcast kenne ich jetzt. Dreamcast, ist das nicht was von... Das ist jetzt aber nicht Sega, oder? Dreamcast, das kommt mir so bekannt vor. Hilfe, meine Pizza ist fertig. Mein Abmahnbüro, du bist ja so arm dran, dass deine Pizza fertig ist. Ich hätte auch gerne Pizza. Es ist sehr, sehr, sehr dunkel. Kriegen wir auch mal ein Licht? Boah, jetzt sehe ich so gut wie gar nichts mehr. Aber ihr glaube ich auch nicht. Drücke B, um das Feuerzeug zu benutzen. Wir haben ein Feuerzeug? Okay. Können wir damit auch... Wir können auch mit dem Feuerzeug rumrennen. Och, die ist ja süß. Echt voll die kleine Maus. Mit dem kleinen Regenmantel, den sie anhat. Das Design vom Xbox ist in der Dreamcast nachempfunden. Ach, alles klar. T-Shirt-Merchandise-Business in mein Tagesgeschäft. Ja, des Mordes. Ich habe auch jetzt gemerkt, dass ich ein Feuerzeug habe. Okay. Können wir hier irgendwas machen? Nein, können wir nicht. Können wir hier irgendwas machen? Können wir... Mit B war das. Dann renne ich jetzt eben nochmal zurück. Vielleicht habe ich was übersehen. Können wir irgendwas anstecken? Können wir jetzt hier zum Greifen RT? RT? Was haben wir mit der Schaufel? Nee. Nö. Das sieht nicht so aus, wenn das richtig wäre. Hier war so eine Lücke, aber da können wir auch nichts machen. Dreamcast ist von Sega. War mir doch so. Ja, jetzt. Achso, ich muss das in der Hand behalten. Was will ich mit der Dose? Kann ich die werfen? Die lässt es dann wieder los. Das fängt ja gut an. Die sieht auch aus, wenn die festgenietet wäre, da die Lampe, ne? Hier wird aber auch nichts angezeigt. Ups. Was? Genau, ab meinem Büro. Lass es dir schmecken, sage ich jetzt auch. Auch wenn ich neidisch bin. Ist hier vielleicht noch eine Lampe oder sowas? Da müssen wir woanders hin. Aber den Eimer müssen wir nicht mitnehmen, ne? Nee, der ist auch zu schwer für sie. Oder muss ich doch die Schaufel mitnehmen? Die letzte Sega-Konsole. Ich kenne nur den Mega Drive von Sega. Geht beides? Moment. Och, das ist die richtige. RT ist richtig, aber... Oder kann ich das umschubsen oder sowas? Kann man nicht angehen. Ich
hätte ja sonst gesagt, wir müssen die Schaufel in die Hand nehmen und irgendwas aufbiegen oder so. Aber sie will die Schaufel nicht in die Hand nehmen. Ohne Dreamcast wäre keine Xbox entstanden. PlayStation, okay, interessant. Ja, ich gewöhne mich da dran. Wohl oder übel, nützt ja nichts, ne? Weil wenn du am PC nicht gerade... Hier ist doch ein Loch. Kann man da irgendwas machen? Das ist ja putzig. Ich hab keine Ahnung. Überall kommt nur die Meldung zum Greifen RT halten. Da vielleicht? Oder mache ich das falsch und dann doch hier durch? Och, das darf doch nicht wahr sein. Im Ernst jetzt? Wow. Also 10 Minuten. Links, rechts. Oh, RT greifen. Oh ja, Feuerzeug. Ja, und nun? Gehst du da auch durch? Ah! Warum wird das nicht gesagt? Feuerzeug anmachen? Dreamcast hatte viele gute Spiele, glaube ich. Okay, jetzt müssen wir, glaube ich, klettern. Ja, müssen wir hier weiter. Sind wir denn hier? Ist das ein Schiff oder sowas? Das schwankt auch so wie ein Schiff. Sega war mega, ja. Warum? Ja, schon, genau. Grandiose Technologie ohne finanzielle Unterstützung verloren ist. Oh ja, es sind ja oftmals schon viele Sachen so seiner Zeit voraus und gehen dann leider dann auch unter. Gut, hier bleibt es nur nach oben zu gehen, die Treppe hoch. Boah, ist alles so riesig. Was sind das für Ketten? Und trotzdem ist die Treppe auf unsere Größe mehr oder weniger. Das macht mir ein bisschen Angst. Okay, können wir hier was aufmachen? Irgendwie nicht, ne? Nö. Da auch nicht. Was ist das? Eine Puppe. Können wir da was mitmachen? Wir können die durch die Gegend tragen. Okay. Die Frage ist, warum kann ich die durch die Gegend tragen? Muss ich die mitnehmen? Sollte ich die mitnehmen? Tipp vorweg, in dem ist vieles eine Leiter oder ein Durchgang, was genau danach aussieht, oder halt ein Kühlschrank. Ganz rechts die Luke aufmachen, ja. Nach Outlast würde ich auch keine Luke mehr öffnen, ja. So ein Game. Das Mod ist wohl auch so ein Game-Regenmantel, okay. Die gibt's doch noch. Friesennerze. Oh, Entschuldigung, Puppe. Hier ist auch so ein Riss drin, ne? Das sieht immer alles so aus, als wenn man das alles irgendwie nutzen könnte. Ich weiß aber nicht, ob wir die Puppe mitnehmen müssen. Ich nehme die mal mit. Vielleicht brauchen wir die, ja? Ich nehme die einfach mal mit. So ein altes, durchgeranztes Ledersofa mit Kippen drauf. Okay. Oh, ich dachte, da wäre was. Oh Gott. Da war auch was. Okay. Was mache ich denn mit der Puppe? Kann ich die werfen? Oh, was war das? Was? Oh shit, jetzt habe ich das nicht gesehen. Irgendwas ist... Jetzt kann ich aber nichts...
Ich habe irgendwas kaputt gemacht. Ich habe sie kaputt gemacht. Es tut mir leid. Kann ich hier hoch? Kann ich hier hoch? Drücke A zum Springen und RT zum Greifen. Ah, alles klar. Okay. Toilettenpapier und Latschen und da hängt einer. Ein Brief. Den können wir aber nicht aufnehmen, ne? Und die Tür. Oh Gott, kann man das sehen? Mit dem Auge dran. Sehr gruselig. Sehr gruselig. Ich finde es schade, dass CDs gerade am Aussterben sind und die Leute auf alle Streamingdienste wie Spotify. CDs habe ich aber trotzdem einen riesigen Schrank voll. Und die gebe ich auch nicht her. Jolina, ja, schön, dass du da warst. Dir noch einen wunderschönen Abend, ein noch schöneres Wochenende. Wenn keine DVDs mehr hergestellt werden. Ja, aber die, die da sind, die gebe ich nicht her. Verdammt, ich kann mich da... Wir brauchen den Stuhl. Ist ja fast ein bisschen makaber, den Stuhl jetzt zu benutzen, ne? Kann ich? Okay, warte. So, nochmal. Und ranschieben. Hallo? Ranschieben? Ne, wieso? Ach, es geht nicht weiter ran. Okay, wegen diesem blöden Absatz da. Da ist... Das... Holz verschoben. Geht das überhaupt? Nee, so natürlich nicht. Ich will ihn aber auch ein bisschen drehen. Warte. So. So muss das sein, sonst komme ich da ja nicht ran. So, aber dichter geht's nicht. Wow. Okay. Was ist das? Teer? Ein riesiger Motor. Eine alte Toilette. Unmengen an Rohlingen gekauft, weil bei CDs hast du immer noch die bessere Sicherheitskopie. Company of Heroes ist bei Stream gerade kostenlos. Das ist eine Strategie, ne? Hier sind Hände dran. Moment, aber dann will ich eben noch, wenn ich da weitergehe, dann möchte ich nochmal gucken, ob ich es hier aufmachen kann. Wenn da schon Hände dran sind. Huch, was sind das für Wichtel? Kann ich da hoch? Kann ich. Oh, was ist das denn? Da sind Schuhe drin. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man laufen kann. Das ist ja doof. Und wo geht's hier lang? Was ist denn mit dir los? Och, wie süß. Was sind das für kleine Wichtel? Oh, jetzt wärmt er sich an dem Feuer. Okay. Da ist eine Gasflasche. Ah, dann ist das hier womöglich optional, ne? Dann mach's gut, kleiner Wichtel. Kong, du siehst ohne Bart aus wie Miss Lissy. Hallöchen, Popöchen, kann ich auch sagen. Ein bisschen tiefer natürlich. Okay, wir müssen da lang. Und festhalten und dann hochklettern. Okay. Und wenn es neue Alben rausbringt, das erste an, was ich immer gedacht habe, Album kaufen, zum nächsten Konzert hingehen und signieren lassen. Auf eine Spotify-Playlist kann man mit ihnen schreiben. Das stimmt. In dem Raum hat sich einer erhängt, ja. Ja, Platten sind aber ja, die waren aber doch schon mal am Aussterben und sind jetzt eher wieder am Aufleben, ne? Also von daher, genau, Vinyls sind gerade voll im Trend.
Rainbird, hallo! Liebe Grüße von Zellen. Ja, liebe Grüße zurück. Hallo, ihr beiden. Schönen Abend. So werden es eben mehr Platten, ja. Bloß Plattenspieler hast du ja heute nicht mehr so, ne? Wichtel nähren mich? Was ist das denn? Ih, das ist ein Blutegel. Geh weg. Geh weg. Warte mal, mach mal Licht an hier. Das ist ein bisschen düster sonst. Da hängt noch einer. Können wir die vielleicht... Ah, verbrennen können wir die nicht, ne? Geh weg. Da hängt noch einer. Geht. Haut ab. Nein. Haut ab. Also ich möchte mich von denen jetzt hier nicht anlutschen lassen. Da können wir Licht anmachen. Das macht sie zum Glück automatisch. Gott sei Dank. Die kommen hier. Geh weg. Ist das eine Klopapierrolle? Nee, ist ein Hebel. Das sah aus wie ein Klopapierrollenhalter. Oh shit, der kann aber nicht hier hoch, ne? Nein, kann er nicht, okay. Viel Spaß noch? Reicht es, dass du gehst ab meinem Büro oder was? Viel Spaß noch? Nee, du gehst nicht. Wenn deine Freundin den Führerschein hat, kann sie jederzeit abhauen. Glaube ich nicht, dass sie das vorhat. Warte mal, springen. Springen und festhalten. Ah. Okay, ich traue mich jetzt gerade nicht loszulassen. Oh, da sind noch mehr von den Viechern. Das heißt, entweder... Ja, da kann ich nur ganz schnell... Okay. Oh, jetzt sind wir eingesperrt. Gucken uns eben nochmal um.